Hallo alle zusammen. Wir machen ja heute ein DIY. Und zwar, wie wir so eine Flasche einfach schön einpacken können. So, das ist jetzt eine kleine Flasche. Ihr könnt es natürlich auch mit einer großen machen. Und zwar, wir brauchen einmal Geschenkpapier. So, und zwar, da brauchen wir zweimal die Länge von der Flasche. So, da. Ich mach's mal besser so. Hier und hier. So, da man kann sich dann eine Markierung machen oder man macht es halt einfach so. Jetzt müssen wir erstmal das Papier hier aufrollen und dann legen wir uns einfach hier so ein, dass es einfach so ein Quadrat wird. Und das müssen wir jetzt hier außenrum einfach abschneiden. So, wenn wir das haben, werden wir einfach einmal uns hier die Mitte suchen. So, dann geht's weiter im Text. Und zwar drehen wir uns das jetzt einfach so und falten das einmal hier bis zur Mitte. Auch schön glatt ziehen hier. Ich mache das so ein bisschen mit den Fingernägeln, damit wir nachher gut sehen, wo unsere Kanten sind. Das machen wir wieder so. Schön bis zur Mitte. Zack. Und noch einmal. Und auch nochmal schön feste, damit wir das jetzt gleich gut sehen. So. Jetzt falten wir das alles auseinander. Haben wir halt hier wie so eine Ziehharmonika. Und das ist jetzt das Einzige, was so ein bisschen, muss man ein bisschen gucken halt. Und zwar, wir haben ja hier immer die gleichen Abstände sozusagen. Und hier müssen wir dann einfach uns so die Mitte suchen. So, einfach so. Immer hier wieder wie so eine Ziehharmonika. Und jetzt hier nämlich diese schöne Form. Nämlich eigentlich keine riesengroße Sache. Nur hier am Schluss muss man so ein bisschen Fingerfertigkeit beweisen, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist auch machbar. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal auf diese Seite und knicken das noch einmal so um. So, dann drehen wir das so, dass wir hier nur das Dreieck sehen. Und jetzt können wir eigentlich auch schon die Flasche einpacken. Ich tue mir hier mal schon mal Tesafilm auf die Seite, dass ich das schon mal parat habe. Und dann nehmen wir einfach unsere Flasche und drehen die hier einfach. Ihr könntet es auch so befestigen, beziehungsweise ich befestige es jetzt nicht, weil dann kann man die Flasche noch drehen, dass die richtige Seite vorne ist.
Und dann machen wir hier, ich wollte schon sagen, Pflaster drauf. Tesafilm drauf. Und dann kann man das hier nämlich so ein bisschen so auseinanderziehen. Und dann hat man das eigentlich schon. So sieht das Ganze dann aus. Aber weil wir hier unten ja nicht so eine schöne Kante haben, machen wir da jetzt noch eins. Und zwar tun wir einfach von unserem Papier einen Streifen schneiden, den wir da noch darum machen. Jetzt habe ich einfach hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Da tun wir jetzt einfach hier den Rand bekleben. So, einmal drehen. Am besten lieber irgendwo hinten anfangen, dass man den Abschluss hinten hat. Das hätte ich jetzt noch mal anders machen können. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Dass sich der Abschluss sozusagen hinten hier trifft. So. So, und dann haben wir schön unsere Flasche zum Verschenken eingepackt. Und das war's auch schon. Und dann kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr macht's nach. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!